du immer rumlaufen. Irgendwie eine Tür aufgegangen. Ich muss hier irgendwie raus. Oh Scheiße. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Da oben. Na, jetzt sind wir beide tot. Scheiße. Lebst du noch? Nee, ne? Dein Mikrofon aus oder was? Ich höre dich oh, nicht. Oh, sorry. Achso. Mein Mikrofon aus. Oh Mann, ey. Das ist nicht so einfach. Nee, nicht wirklich. Und diese Szene, wo sie am Ende auf uns drauf treten, kann ich gar nicht oft genug sehen. Das sind nur okay, Reserve-Bullets, das sind keine Magazine, leider. Ah, jetzt habe ich hier kein Geld, obwohl wir so viel eingesammelt haben. Ja, okay, das müssen wir wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das Windows-Geld, oder? Ja, aber sieh mal, wir haben jetzt die ganzen Magazine noch. Ja, das sind keine Magazine, das sind nur Reserve-Bullets. Das sind nur Bullets, Extra-Bullets. Deswegen ist auch die Scheiße so schnell zu Ende, wenn du nachgeladen hast. Musst du mal drauf achten, wenn du nachlädst, wie viel das da von den Patronen weggeht. Aber jetzt müssen wir den Großen schon wieder... ja, guck mal, hier in der Schublade sind noch Schuss drin, die kannst du nehmen. Na schön. Ich komme mit der Steuerung nicht so besonders zurecht. Ich komme nicht so ganz mit der Tatsache zurecht, dass ich gleichzeitig kämpfen und laufen kann. Das mag in den vorherigen Teilen ein wichtiges Element gewesen sein, wenn es sein Song wie Atmosphäre aufzubauen. We need backup, and we need it right now. Roger that. Just stay tight. I'm on my way. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. I just hope he gets here quick. Yeah, scheiße. Jetzt wird's wieder ernst. Der Sack ist gekommen, ne? Der ist im Haus. Ja. Okay, wo ist er denn? Ah ja. Ich
diese Axt vermisst. Oh, ich bin leer. Kannst du weglaufen? Ich denke, ich bin besser. Also hier draußen? Jetzt wieder rein. Versuch durchzulaufen. Okay, lass uns mal rauslaufen. Ich hab keine Munition mehr. Schau nicht. Folg mir mal hier raus. Oh, scheiße. Zu spät. Das war zu spät. Scheiße. Ich glaube, wir müssen ein neues Spiel anfangen auf einfach. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ach, ist das so schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal eine Aufnahmepause und rauchen eine und dann fangen wir nochmal von vorne an. Guter Vorschlag. Mit neuem Mut und neuer Bewaffnung. Genau. Und vielleicht stellen wir uns diese Kampftasten noch ein bisschen näher an unsere Steuerungstasten. Das wäre eine Überlegung wert. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Dann mal los. So, da sind wir wieder. Der René und ich. Wir zwei absoluten... Die nächste Runde. Wir zwei absoluten Mongos haben es einfach nicht gebacken gekriegt, auf dem Spiel, der Spielschwierigkeit normal einigermaßen eine Stunde zu überleben. Also haben wir jetzt eine neue Session begonnen und versuchen jetzt als Amateure, dass wir da wenigstens ein paar Fortschritte machen. Armutszeugnis. Ja, es wird noch andere Spiele geben, da werden wir so richtig abrocken. Aber hier bei Resident Evil 5, wie gesagt, wir haben das noch nie vorher gespielt. Keinen einzigen Teil davon. Und naja. Da sieht man aber halt mal, wie unterschiedlich das Steuerungsgefühl ist von unterschiedlichen Spielen. Ja, vor allem die Portierung spielt eine wichtige Rolle. Ja, klar. Was wahrscheinlich bloß eine Gewöhnungssache. Wenn man immer nur Ego-Shooter spielt, dann hat man ja auch das im Hinterkopf, weil die Tastenbelegung sich einigermaßen wiederholt. Aber wenn man hier noch mit Treten und Schlagen noch dazukommt, dann soll man das Intro überspringen? Kannst du das überspringen oder überspringen? Ich versuch's schon, aber es geht leider nicht. Ich kann das überspringen, komischerweise. Ah, sehr gut. Dabei bin ich nur der Gast. Komisch, dass ich dann überspringen wir das zweite auch. Obwohl, das haben wir eigentlich noch nie richtig... Naja, ist egal. Das können die Spieler ja selber anschauen. Falls sie das Spiel haben. So. Na, einigermaßen wissen wir ja schon den Anfang, ne? Wie wir uns Munition beschaffen, wie die aussieht vor allem. This is Kirk. Chris Sheva, can you read me? So, zuerst mal lege ich jetzt die Tritt-Taste fest. Ich habe hier die Taste F, habe ich mir auf Leerzeichen, auf die Leertaste gesetzt, weil ziemlich viele Aktionen gehen mit dieser Taste F voran. Zum Beispiel Schubladen öffnen, Türen öffnen, aber auch ab und zu kommt dann, mach hier den Roundhouse-Kick oder sonstigen Kampfeinsatz. Und das habe ich mir auf die Leertaste, weil mit dem Daumen ist die dann besser zu erreichen. Und die Taste V, um dir zu helfen, habe ich mir direkt auf E getan. Weil die ist nicht so weit weg wie V von den ASWD-Tasten. Da gucke ich mich hier mal ein bisschen um, aber hier, ich glaube, hier fehlt mir nichts. Die Taste Q ist immer noch dich schnell zu finden. Ich mache mir mal die Karte an. Dauerhaft. Also ich habe jetzt keine Tritt-Taste gefunden, also... Ich nehme an, das ist die normale Nahkampftaste, die ich auf die F Taste, hab. Die F ist, ja, die habe ich mir auf Leertaste gesetzt. Also wenn du vor einer Tür stehst, drückst du Leertaste, aber auch wenn da so eine Anzeige kommt, ja, mach diesen Kick oder mach diesen. Now.
Die Maussensitivität habe ich mir auch ein bisschen runtergesetzt. Muss mal sehen, ob das jetzt zu viel war oder nicht. Hast du jetzt gerade deinen Charakter gesehen oder meinen? In der Zwischensequenz jetzt? Ja. Ja, deine Augen halt und. Ach so, ja. Also ist das wirklich gleich. Ja. 1:1. Schöne Augen. Ja, ich find die süß. Da hinten? Nee, ich dachte, da ist noch eine Tür. Das ist trotzdem so schnell, die Maussteuerung. Good, you're both here. Come. Hast du jetzt Escape gedrückt? Ich hab's übersprungen, ja. Ach so, also geht das bei dir. Aber das geht jetzt nicht, das kann ich nicht überspringen. Aber ich. Gott sei Dank. Ach, ich hab schon eine Waffe. Wie? Hä? Moment. Aber der zeigt nichts an. Come on! What? Hey. Geht denn das jetzt nicht bei mir? Geh mal auf E in dein Menü hier. Come on! Ne, das ist jetzt V. Ach so, ich muss die auswählen. Equip. Ey, ich kann dir doch was geben. Warte mal. Ich stell mich mal vor dich. Ach, scheiße. Jetzt müssen wir erst den Typen abschlachten, da. Ja. Überspring's mal. Ah, ne, noch nicht. Warte mal, ich stell mich mal vor dich. Drücke V. Und dann gebe ich dir mal... Diese rote. Ich kann auch kombinieren. Warte, ich gebe dir mal das rote. Jetzt hast du das in deinem Inventar. Okay. Ah, okay. Über. Gut, dann gebe ich dir mal. Muss ich das rüberziehen? Geh mal auf kombinieren, mal sehen, ob man die zwei zusammentut. Du hast ja noch ein grünes, glaube ich, ne? Du hast jetzt rot und grün, glaube ich, oder? Ja. Versuch mal, ob. Ja, ich kann es kombinieren. Und was wird dann da draus? Ja, so ein rot-grünes Zeug halt. Vielleicht ist das dann ein stärkeres Wiederbelebungszeug, keine Ahnung. Möglich wär's. Okay, ja gut. Dann lass mal los. Jetzt weiß ich gar nicht, wo mein Messer ist. Remember, we're a team. Come on! Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. Also irgendwas fehlt mir jetzt noch in meinen Options. Das was früher dieses... Quick Slash ist jetzt Y. Fand ich besonders toll. Ah! Der mittlere Mausbutton, der geht also auch. Cool. Wait. Thanks. Come on. Go wait. Hier bei den toten Köpfen kann man nichts einbauen. Okay. Ja, nimm ich halt mit. Das ignoriere ich jetzt einfach mal geflissentlich. Das Rehteil da, oder? Ja. Rushen wir hier mal eben durch. Ich weiß nicht, für was diese Nachrichten irgendwann mal, was die zu bedeuten haben. Wo bist denn du? Bei der Tür. Aber schon draußen, oder was? Ja. Ja, die Nachrichten sind wahrscheinlich nur fürs bessere Verständnis. Hier hoch. Ja. Jetzt muss ich eh drücken. Naja, bin ich mal gespannt. Ja, du hast das auf E. Warte, da muss ich kurz was umlegen gleich. Ja, das, was früher V war, habe ich auf E. Ja, das ist auch besser. Da komme ich schneller dran. Ja.
Oh, wie hast du das jetzt gemacht? Naja, hat's mir angeboten. Achso. They didn't move like any zombies I've ever seen. War hier das nicht mal schnell um hier? War das hier? Nee, ne? Ich kann doch nicht mal durch den Teppich hier durchgehen. Das haben wir nicht gut gemacht. Oh, ich komme nicht mal zum Fenster ran. Ja, mal mit dem Fernsehen kann ich auch nichts anfangen. Was hast denn du auf Q? Auf Q habe ich immer noch Feind Partner. Der zeigt mir dann sofort an, in welche Richtung du bist, mit so einem roten, pulsierenden, orangenen Ring drum. Ach so. Das war gut, wo du zum Beispiel da auf diesem Holzsteg oben warst und hast Hilfe gebraucht. Ich wusste ja nicht, wo du bist. Dann habe ich zwar gesehen, wo du bist, aber so schnell bin ich da nicht hingekommen. Da habe ich schon die Axt im Kopf gehabt. Von dem Rosen. Okay, ich bin bereit. Nimm du mal die Munition, ich hab 6 Schuss mehr als du. Hoppla. Ach, schade, dass in den Gläsern nichts drin ist. Ist zu gut. Den Schrank kann man auch nicht öffnen. Mal schauen, ob ich den Fernseher zerdeppern kann, ja. Mal irgendwie alles zerdeppern. Ach, du bist wieder rausgegangen? Durch die Tür? Ja, durch die Tür. Ja, wir müssen ja hier. Soll ich es dir aufmachen? Nee, wir müssen doch hier durchs Fenster durch. Ja. Ja? Wo ja. Bist denn du? Ach ja, stimmt, hier müssen wir durch. Mach mal deinen Salto. Nice. Jetzt komme ich elegant. Hui. Alles klar. Dann so laufen wir gleich mal, wa? Ja. Die Zombie-Neger kommen. Come in, Kirk. The locals were hostile. Das hält erstmal eine Weile. We don't have any contingency plans for this situation. Gib mir mal das rote, dann habe ich auch rot und grün. Kann ich das kombinieren? Okay. Muss ich umdrehen? Ah ja. Come on. Keine Ahnung, für was das gut ist. Was? Das Rot-Grüne jetzt. Ja, das sieht aber nett aus. Guck mal, hier liegt irgendwas. Eine Handgranate. Was, eine Handgranate? Nimm die. Ja. Die kann ich auch kombinieren. Wer weiß mit was? Mit gar nichts. Ja, und wer weiß, ob irgendwas Brauchbares dabei rauskommt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man eine Handgranate mit einem Reagenzglas mit rot-grüner Flüssigkeit kombinieren kann. Ah, jetzt. Muss sich ja richtig umsehen, also hier kann wirklich gute Sachen sein. Ja, hier habe ich nochmal ein Magazin. Not your average kitchen utensil. Was ist das eigentlich für eine derbe Axt, die hier ja, auf dem Hackplatz sieht? Also. Aber in Resident Evil 4, in dem Film, gab es auch eine Szene mit so einem Riesen, der eine große Axt hat. Das war der Teil, wo die sich schon geklont hat, was so ein bisschen in der Zukunft gespielt hat. Will ich nichts sagen, glaube ich. Bin gespannt, ob wir das überleben. Hier liegt noch Munition für dich. Für jeden. Ja, ich hab 30 Schuss. Ja, okay. Ja, ich hab jetzt 39. Du hast auch 39, jetzt hast du 49. Nee, 40. Ja, 49. Wait. Okay, mach mal die Tür auf.